Vor 2 Tagen haben wir die Antarktis verlassen und kommen nun mit hohen Erwartungen in Südgeorgien an. Unser erstes Ziel ist der Trigalski-Fjord. Um uns herum bestaunen wir eisblaue Gletscher und ab und zu schwimmt eine Eisscholle mit Robbe an uns vorbei. Wir sind bereits jetzt überwältigt und gespannt, was uns in den nächsten Tagen erwartet. Am nächsten Tag betreten wir das erste Mal das Naturparadies. In der Bucht von Gotul werden wir von zahlreichen Seebärenjungen erwartet, die uns neugierig entgegenspringen. Und auch Königspinguine sehen wir hier zum ersten Mal. Überall in den Büschen verstecken sich die kleinen Kerle, die dann plötzlich heraushüpfen und uns zum Lachen bringen. Bei einer kurzen Wanderung, um die Bucht von oben zu sehen, treffen wir sogar begeistert auf die ersten Königspinguin-Küken. Bei dem Versuch, bereits hier ein perfektes Foto zu bekommen, war uns nicht klar, was uns am nächsten Tag erwarten wird. Als die Pinguine frech und die Seebärenbabys müde werden, gehen wir zurück aufs Schiff und genießen den Sonnenuntergang im Whirlpool. Wir haben unseren zweiten Tag auf Gritviken, also Südgeorgien, aber wir sind jetzt in Gritviken. Und wie man hinten dran sieht, das ist ein altes Waldorf. Oder wo genau, hier waren meine Walfangstationen. Genau, und überall, wirklich überall außenrum, sind kleine Seebärenbabys. Das ist einfach so süß. Die kommen aus dem Wasser raus, direkt auf einen zu. Total neugierig. Nach einem kurzen Besuch am Grab des Polarforschers und Antarktishelden Shackleton besichtigen wir die offizielle Hauptstadt der Insel und ihre düstere Vergangenheit. In Südgeorgien wurden bis Mitte des 20. Jahrhunderts über 100.000 Wale geschlachtet und verarbeitet, wodurch die Wale fast ausgestorben sind. Besonders nachdem wir in der Antarktis so viele wunderschöne Tiere sehen durften, gibt uns das ein sehr düsteres Gefühl. Na? Cool! Also wir haben jetzt gerade zwei Postkarten versendet an die Familien. Und der Mann im Postoffice hat gesagt, es dauert ca. 12 Wochen, bis sie zu Hause ankommen. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Das ist schon eine sehr besondere Postkarte von einem sehr besonderen Ort. Schwarzer Sandstrand, imposante Gletscher, junge Seeelefanten und eine riesige Königspinguinkolonie mit ca. 150.000 Brutpaaren. Wir sind in St. Athos Bay, der wohl faszinierendste Ort, den wir je gesehen haben. Völlig überfordert von allem, was um uns herum passiert, wissen wir gar nicht, was wir zuerst fotografieren sollen. Die majestätischen Königspinguine oder die kämpfenden Seeelefanten? Wir sind ganz fasziniert, wie neugierig und furchtlos die Pinguine sind und unsere aufgestellte Kamera untersuchen.
nächsten Morgen fahren wir mit dem Zodiac durch die Hercules Bay. Neben der wunderschönen Landschaft mit eisblauem Wasser, traumhaften Höhlen und Wasserfällen sehen wir hier auch die fünfte Pinguinart unserer Expedition, die Macaroni-Pinguine. Am Nachmittag erwartet uns das absolute Highlight in Südgeorgien. In Salisbury Plain gibt es die zweitgrößte Königspinguinkolonie der Insel mit unzähligen Küken, die zwischen den Erwachsenen sitzen. Nach zwei weiteren Tagen auf See erreichen wir die Falklandinseln. Begrüßt werden wir von zahlreichen Kommas und Delfinen, die fast wie kleine Orcas aussehen. Auf den hunderten schroffen Inseln sind zahlreiche Vogelarten beheimatet, wie zum Beispiel die Magellan-Pinguine und Albatrosse. Das absolute Highlight erwartet uns morgen am letzten Tag. Guten Morgen, wir haben unser letztes Landing auf den Falklandinseln, bevor wir jetzt die Überfahrt starten. Und wir sind jetzt endlich mal hier mit Sonnenaufgangslicht. Überall Pinguine, vorne sind Rockhoppers, jetzt habe ich es, und Albatrosse. Und jetzt haben wir hier 2-3 Stunden fotografieren gemütlich und dann geht es schon wieder nach Hause. Nachdem wir die Königspinguine bei schönstem Licht fotografieren konnten, dürfen wir ein besonderes Naturschauspiel erleben und beobachten, wie die Albatrosküken in ihrem Nest ihre Flügel für ihren ersten Flug trainieren. Auf dem Rückweg zum Schiff beobachten wir die Rockhopper-Pinguine beim Kuscheln, dann verlassen wir mit unglaublichen Erlebnissen im Gepäck die Falklandinseln. Wir sind unglaublich dankbar für die letzten 3 Wochen und können bis heute nicht fassen, was wir alles erleben durften.